Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bros. 3. Ich bin der DC Steve und... Euer Glauben, denn wir achten es auch dabei. Heute auch wieder mit einem normal länger Part, denn heute habe ich nicht so viel Zeit beim Aufnehmen. Ja, Steve muss Diablo spielen. Ich muss dann auch Diablo spielen, genau. Also, wenn ihr wieder das Datum wisst, warum Steve unbedingt heute Diablo spielen muss, dann seid ihr King. Dann wisst ihr, wann wir den Part aufgenommen haben, genau. Genau. Diese dreckigen Soldaten des Heiligen Kreuzzuges. Ich werde sie töten, sollte noch jemand von denen hier sein. Wenn du so schreist, wissen sie in jedem Fall, dass wir hier sind. Lassen wir sie qualvoll sterben. Jetzt ist auch auf Rache aus, okay? Natürlich. Wie immer. Und wenn es nur Rache gegen Elaine ist. Ja, Rache gegen Elaine. Was hat Elaine den beiden persönlich getan? Sieht so aus, als hätten sich der Heilige Kreuzzug und die Vampire einen erbitterten Kampf geliefert. Ich finde es halt so krass, dass in keiner seiner Testleser gesagt hat, dass der Heilige Kreuzzug falsch geschrieben ist. Er hat das aber konsequent dann so durchgezogen, ja. Ne? Ich bin aber fair, ich glaube, das wissen viele nicht. Ja. Ja, ich selbst habe das auch lange, bestimmt bis ich Mitte 20 war oder so, auch falsch gemacht. Ja. Ich glaube, ich habe es dann festgestellt, als ich Eisernes Kreuz, glaube ich, schreiben wollte oder sowas. Dann hast du es gegoogelt und dann warst du verwundert? Moment. Nein, halt, stopp. Nein, ich habe es durch ein Let's Play rausgefunden. Weil okay. Ich glaube, ich irgendwas als Rechtschreibfehler, weil irgendwie, ich glaube, Retro einen Rechtschreibfehler festgestellt hat und ich meinte, wie, das ist falsch geschrieben. Ich glaube, sowas war das gewesen. Also ich weiß auf jeden Fall noch nicht lange, dass man das so macht. So. Ich glaube, das ist eine der kompliziertesten Großkleinschreibungen der deutschen Sprache. Ja, das, wir haben hier schon genug Regeln für die Rechtschreibung. Genau. Und ich glaube, also... das ist eine, die, auch einzigartig ist? In der Form? Der Form? Also könnte also, wenn, das sein. Wenn wir die Leute schon im Ausland nicht mit der, die das also auseinander verwirren, dann damit auf jeden Fall. Ja. Wieso mach das jetzt aber mal groß? Na, deswegen. Verstehe ich nicht. Was? ich glaube, es war bei nicht mehr auf Chaos. Muss man in diesen Keller doch mal rein, um so ein Buch zu holen. Und da glaube ich, heißt es auch irgendwie das schwarze Schwarzmagierbuch oder ich weiß nicht, irgendwas auf jeden Fall war da glaube ich gewesen, wo ich mir auch wo ich dann irritiert war. Ich glaube, das war es gewesen oder so. Kann gut sein, ja. Aber ja. Vorsichtig, es könnten immer noch weitere Soldaten hier sein. Das hoffe ich, denn dann bekommen sie meine Klinge zu spüren. So. Dann nehmen wir mal das schöne Blutessenz überall mit. Ja, die brauchen wir später noch. Das sind jetzt sozusagen 25% Mana. Die Steinmetze waren ja wieder sehr aktiv. Das wird irgendwie seltsam, weil es sieht aus, jetzt hätte ich einen Orb in der Hand, aber es ist nichts. Orb. Also jetzt in der Speedrunning-Community würdest du jetzt die Leute in Rage verfallen lassen. In guter Rage. Ich bin echt ein bisschen was an überlegen. Eine Menge mehr oder weniger erotischer Bücher. Aha. Ja. Und zwar, ich muss sagen, dass ich schon dank Rocket Beans, ja, mittlerweile ein großer Speedrun-Fan bin. So, ja, ich schaue mir das sehr gerne als Speedrun-Format an und so. Und ich bin da am besten überlegen, Leute. Und zwar, wollen wir nicht als Community Maker Games Great Again machen? Und eigentlich wäre das mal eine Idee, ne? Ich habe noch keinen Maker-Speedrun gesehen, genau, also kein Maker-Game-Speedrun gesehen. Man müsste ja halt Regeln finden, weil man ja cheaten kann, sehr einfach. Ja? Und ich bin da dann überlegen, wie man hier vielleicht ein cooles Konzept ausarbeiten kann,
Und so, dass man dann auch Maker Games speedrunnen könnte. Ja. Dann müsste man sich auf eine Version einigen, genau. Welcher Maker wird benutzt. Genau. Und ja, was gilt als Maker-Glitch, den darf man ausnutzen, und was ist schon wieder was anderes? Ja, genau. Also ja. Was darf man, was darf man nicht. Zum Beispiel könnte man sich halt auf einen der Shift-Taste drücken, in Ordnung, eine Steuerungstaste aber nicht. Mhm. So, ja. Als Beispiel. Ja. Genau. Also so. Das Spiel müsste dann immer nicht über den Maker gestartet werden, sondern über die normale Echse, da kannst du eh keine Steuerung drücken. Genau, das könnte man halt machen. Ja, also ich glaube, es gibt da so viele Möglichkeiten, die man irgendwie, über die man sich irgendwie einigen könnte. Ja, vielleicht muss man das auch teilweise Spiel für Spiel irgendwie anpassen. Ja, das keine Ahnung. Also ich hätte da aber irgendwie wirklich Interesse irgendwie an ein bisschen so am Speedrunning im Bereich Maker Games. Ja, klar, Vampire Dawn wird da eher raus. Ja, ich glaube auch. Aber ganz offen. Die alten Machtspiele zum Beispiel. Die sind eigentlich sogar perfekt dafür, genau, ja. Genau. Die alten Machtspiele, die Schlacht der Elfenspiele, dann. Gut, Blech der Elfen, nicht alle Spiele, aber ein paar davon könnte man wahrscheinlich ausprobieren, wie Teil 3, glaube ich, ist zum Beispiel ein Teil oder Teil 1. Wo man dann zum Beispiel bewusst natürlich wo man, alles bewusst zu skippen. Ja, also, ja richtig. Ja, wirklich, wir wissen ja in einem Teil, wo hier DK und so. Eigentlich den gesamten Content geskippt haben, weil sie direkt auf die passende Insel gegangen sind und dann, ja, genau. Und wir dann haben jetzt erstmal die Hälfte des Contents geskippt. Genau, und dann muss man aber hinbekommen, das Content skippen, aber nicht cheaten, dass du trotzdem die Boss natürlich besiegst und so, ja, also ich glaube, dass da echt ein bisschen Potenzial liegt, so was man da machen kann. Da könnte man natürlich verschiedene Kategorien machen, das ist dann der Any%, da darfst du alles mäßig, also da darfst du skippen, wie du Weltmeister bist, dann hast du den Any% Boss Rush, du musst alle Bosse zumindest töten. Und man könnte sogar spielen, bei manchen Spielen, Any% und dann hier mit dem Tool von wie heißt er? Der dieses Heal- und Speichertool gemacht hat. Hier Sherry Patch. Genau. Ja. Ein Cherry Run könnte halt sein, dass dieses Tool zum Beispiel erlaubt ist. Ja. Mhm. So, also es gibt da echt viele, also ich bin der Meinung, dass da Potenzial liegt, ja. Auf jeden Fall. Und wenn wir schon als deutsche Maker-Szene keine Spiele hervorbringen, ja. Zumindest nicht viele, die auch weitere Leute. Ich weiß, das war jetzt bewusst auch ein bisschen provokant natürlich. Ja. Natürlich gibt es auch gute deutsche Spiele, Leute, also ne. Bitte nicht mehr angegriffen fühlen. Ah, Hate-Kommentare incoming, Steve. Ja, Hate-Kommentare incoming. Aber ich glaube einfach, dass das vielleicht wieder eine neue Form einfach von Content wäre. So. Und vielleicht auch mal den einen oder anderen alten Hasen noch wieder. Man wieder sagt so, Mensch, hey, das Spiel ich ja damals mit meiner Kindheit dann gespielt. Das fangen ja viele an mit Speedrun. Dass sie jetzt zum Beispiel sagen, hey, die Super Nintendo Spiel habe ich damals gern gespielt. Jetzt speedrun ich das einfach. So. Und warum das nicht auch mit Maker spiele? Ja. Aber da braucht man ein gutes Konzept für. Und sobald ich da was Cooles habe, ja, werde ich euch das präsentieren. Und ihr könnt aber Anregungen einfach mal auch hier gerne in die Kommentare zu schreiben. So. Genau. Hier ist es. Wo sind die ganzen Würmer hin? Ich muss wirklich jemanden umbringen. Ja, das kenne ich auch immer. Hier wurden die Frauen festgehalten. Ja. Dann sollten wir hier alles in Schutt und Asche legen. Ich will jetzt auch einfach Rache. Los weiter. Irgendwo haben sich bestimmt noch ein paar Soldaten versteckt. Übrigens, Leute, ne? Ich bin heute auch bereit, wieder ein bisschen Cut zu setzen, ne? Das ist er. Da sind noch mehr. Lady Nyri hatte recht. Die Vampire strömen weiter hier rein. Vernichten wir diese Monster! Hurra! Ach, endlich! Ich hatte schon befürchtet, ich bekomme hier gar keine Opfer mehr! Hurra! Kämpfen! Also die Magier hinten sind gefährlich, weil die machen immer Gruppenschaden. Ja, den Feuermagier so rausnehmen, ne? Ja, der Heiler, ne? Der heilt, der kann auch nur heilen.
Dann möchte ich tatsächlich. Ja, genau. Schalt mal die Milis aus nach und nach mehr Schlaf. Das ist, glaube ich, eine gute Taktik. Ja, sollte Heiler heilen. Oh, genau. Nice. Perfekt. Ja, dann kannst du den zweiten noch einschläfern und dann klatschen wir die Runde den Heiler um. Und dann ist es eigentlich schon, ja. Gewonnen, ne? Ja. Ja. Es ist aber mal wieder überraschend, natürlich, dass die Storykämpfe zumindest jetzt noch deutlich angenehmer sind als die freien Gebiete, die eigentlich auf derselben Schwierigkeitsstufe sein sollten. Ja, sind ja. Sie aber nicht. Sie sind es einfach nicht. Das ist ja, soll jetzt ja ein Level 15. Genau. Ja, ihr erinnert euch, Leute, wie anstrengend Level 15 Gebiet damals war. Ja. Immer wieder schön. Hey, schwache Seelen. Super. Das war erst der Anfang. Suchen wir weiter. Moment mal ganz kurz. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich jetzt gerade das falsch im Kopf. Du hast mich jetzt gern korrigieren. Ja. Werden schon immer die Gegner wieder wegteleportiert wie in Vampire Stone 2? Nein. Ja, ich wollte gerade sagen, oder? Und das hatten wir doch leicht. Davor haben sie sich immer hier blutiges PNG in blutiges PNG verwandelt. Oder halt animiert, manchmal auch animiert, langen nachher die Leichen darum. Ja. Also sie ist weg, sie ist so wegteleportieren wie aus Vampire Stone 2? Oder? Also. Naja, hier ist das anscheinend so genutzt worden. Ja. Warum auch immer. Wir haben sie ja eigentlich nicht umgewandelt. Ja. Das ist ja eigentlich dieses obligatorische, du hast ihn in seine Einzelteile verwandelt, ja, ja, sozusagen. Ja. Aber vielleicht haben wir uns ja als Vampir dazu entschieden, sie nicht einfach umzubringen, sondern zu. Ich finde das immer noch schade, dass man als Spieler nicht sowas machen könnte. Ja, dass du eine prozentuale Chance hast, das kann man auf jeden Fall auch leveln. Ja, dass du das gefangen nimmst oder als Vampir umwandelst halt, ne? Und von mir hast du etwas mit Blutsaugen-Kombination. Wenn du Blutsaugen, genau, wenn du den Kampf mit Blutsaugen angegriffen hast, genau, hast du nach dem erfolgreichen Kampf eine Chance, dass sie an eine Party beitreten, genau, weil denn der Biss war infektiös genug und die haben nicht genug Schaden bekommen, dass sie sterben. So, dann gehen sie der Party bei und dann ist pass cool. Auf, und sagst du, wie du das regeln könntest? Pass auf. Du machst das Blutsaugen. Das hat eine Chance von mir aus von 20%, 40%, 60%, je nachdem wie hoch dein Blutsaugen-Level ist. Ja. Und dann gilt, du darfst sie nicht mehr als 25%, sie dürfen nicht mehr als -25% ihrer Max-HP im haben. Ja. Weißt du, also, wenn die solche 1000 HP haben und die hätten jetzt theoretisch hätten 1260 Schaden bekommen. Ja? Ja. In dem Kampf. Dann können sie kein Vampir werden, weil dann würden sie quasi zerfetzen. Da hast du sie jetzt zu hart overkillt. Dann, genau. Mhm. Und ich behaupte, das lässt sich mit einem neuen Maker machen. Definitiv. Ja. Wie wir gesehen haben, die Animationen gehen nach dem Tod noch weiter. Also die Berechnung ist noch nicht beendet gewesen. Ja. Das liegt jetzt aber auch an dem Custom-Kampfsystem, was Malex hier mit eingebaut hat. Ja. Ja. Aber was sagt denn der Asker hier? Hab ich doch schon gesagt sogar. Ah. Ja. Hab ich dich halt nicht wahrgenommen, ne? Ist mir egal, was du sagst. Ja. Das Königszimmer. Wer der König war und wer die Dienerin, muss ich wohl nicht näher erläutern. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Soldaten, damit ich denen den Kopf abschlagen kann. Aber es ist doch ehrenhaft, Elaine. Ganz meine Meinung. Ja. Super.
stell mir es unheimlich unpraktisch vor, dass das hier in der Ecke so steht. Ja. Ich meine, wäre es nicht logischer, wenn dieses Bett quasi mit dem Kopf hier an der Wand wäre, dann hat man hier seinen Folterspaß und keine Ahnung, also, ne, also wenn die ja so eine Art SM-Zimmer haben wollen, ne? Das, die sind alles SM-Zimmer, Steve, wie du siehst. Das ist alles barbarisch, widerlich, ich weiß auch nicht. Natürlich, ne, ist nichts einzuwenden, wenn ihr einvernehmlichen SM habt, ja, aber das ist ja nicht aber hier, nein, hier werden sie dazu gezwungen und, ja. Nein, das machen wir hier nicht. Die Vampire durften niemals die Frauen mit ihrem Speichel infizieren. Wer aus einem Mädchen eine Vampirin machte, wurde dafür stark bestraft. Ja, mit Geld, ne? Warum? Menschliche Frauen spüren noch etwas dabei. Aha, also will sie mir jetzt gerade erklären, dass eine Frau beim Geschlechtsverkehr, wenn sie ein Vampir ist, nichts mehr spürt? Anscheinend will mir Alex uns das verkaufen. Aber warum hatte denn Elaine zum Beispiel gerne Geschlechtsverkehr mit, früher auch mit Asgard und dann später mit Valnar? Weil er es vergessen hat. Vor allem Schmerz. Der Gedanke, dass du hier gefangen gewesen bist, ist unerträglich für mich, Selin. Ich werde alle töten, die dir das angetan haben. Das wäre doch als hier meine Chance gewesen. Und sei es einfach nur mit einem in Klammern, ja, nach dem Motto, Aske teilt uns als Spieler seine Gedanken mit. Sowas wie, empfehle ich etwas für Selin? Ja, also irgendwie, keine Ahnung, Astra hier eine Persönlichkeit geben, mehr als nur Gache, sondern hey, vielleicht, ne? Nein, er ist und bleibt hier Macho. Ja. In allen, in der übelsten Macho-Form. Ja. Oh. Keine Sorge, Celine. Oh ja, sieht nach einem extremen Bestrafungszimmer, sieht genauso aus wie die anderen SM-Zimmer hier. Hey, ist genauso ein Königsbett, ja? Aber hier ist noch, ne, eine Truhe. Da konnten dann die Trophäen reingelegt werden. Oh nein. Wir müssen ja noch erleben, wie Celine zum Vampir wird, ne? Larius. So, du bist also die Schlampe, über die sich gerade einer unserer wichtigsten Kunden beschwert hat. Ich werde dir jetzt mal zeigen, was es bedeutet, hier den Ansprüchen nicht gerecht zu werden, Mädchen. Was? Verdammt, nein. Das darf nicht sein. Bitte. Bitte nicht mehr schlagen. Nein, verdammter Mist. Oh, warte mal. Ah, erster Ex-Freund oder Bruder? Sie kennen sich. Mhm. Larius? Nein, verdammt. Wie konnte das nur passieren? Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst dich so weit weg wie möglich von hier verstecken? Wann haben sie dich gefangen? Hilf mir. Verdammt. Das habe ich nie gewollt. Oh nein. Oh, wenn es eine Person betrifft, die ich kenne, ist das alles ganz schlimm, was hier stattfindet. Aber wenn ich die Person nicht kenne, ist mir das alles egal. Ja, ich hätte sie die jetzt wahrscheinlich wieder verprügelt bis zum Niemandleinstag, dass sie wieder auf Bahn kommt. Ja. Auf Bahn, in Anführungszeichen. Hm. Hätte ich doch nur viel früher erfahren, dass du hier bist. Larius. Jetzt, ich bringe dich nach oben. Dort gibt's einen geheimen Ausgang. Vorbei an den magischen, an der magischen Barriere. Ich werde dafür sorgen, dass draußen keine Waren stehen, damit du fliehen kannst. Du musst so weit wie möglich von ihr weg.
Ich habe ein kleines Versteck etwas östlich von hier. Dort findest du alles, um dich etwas auszuruhen. Ich komme zu dir, sobald der Tag anbricht und die meisten Vampire hier vor der Sonne verstecken müssen. Das sind ja nur schwache Vampire, okay? Ja. Dann kümmere ich mich um dich. Danke. Dann komm, ich bringe dich zum geheimen Ausgang. Du musst durchhalten, hörst du? Ich folge dir in ein paar Stunden. Vorher könnte man uns sehen und dann wären wir beide in Gefahr. Ich meine, es fällt ja auch nicht auf, dass nachdem ich dich bestrafen soll, du auf einmal weg bist. Naja, egal. Nein. Ich kann nicht riskieren, dass man mich sieht, wenn ich dich gehen lasse. Also entweder hat er was zu sagen hier, ja? Und dann dürfte er ja sowieso sich nicht hinterfragen. Dann dürfte er ja für die wegschicken, wie er möchte. Genau. Ah, die ist nicht mehr zu gebrauchen, die Frau. Ja. Die Kunden wollen sie nicht mehr, oder, ne? Oder ich habe sie verkauft. Ne? Ja, genau. Ja, ich bringe die raus, weil ich verkaufe die gerade so. Ne? Ich habe jemanden gefunden, der gibt uns dafür 100 Liter Blut. Ja, viel mehr. So, ja, ohne Scheiß. Ja. Das ist ja eine Möglichkeit, sie rauszuschmuggeln. Ja. So, ey, ich hab hier einen Käufer, der bietet mir Blut. So, und es wird ja für ihn, da er scheinbar ja mächtigere Vampir ist, weil die anderen können ja nicht in die Sonne. Ja, er müsste jetzt halt das Blut reinholen oder so. Oder genau, er kann ja sagen, ja, ich krieg das halt geliefert. Hier habe ich schon mal 20 Liter. So, und dann muss er halt mal die nächsten Tage sich darum kümmern, ein bisschen Blut reinzuholen. Und wenn er sowieso nach ihr schauen will, kann er ja dann auch das Blut organisieren. Ich meine, wenn er scheinbar... Der verdient ja anscheinend hier gut genug, weil, ne? Ja. Die Frauen wird er nicht bezahlen, ne? Und genau. Er wird ordentlich Geld von den Vampiren nehmen, dass sie sich hier amüsieren dürfen. Genau, richtig. Also, ich meine, zur Not einfach kauft er das Blut ein. Ich meine, es wird doch irgendeinen Schwarzmarkt geben oder so. Die Kinder der Apokalypse, die gibt's doch. Genau. Also, hallo? Also, ja, das dürfte ja alles nicht so das Problem sein, ne? Also, überhaupt jetzt einfach mal. Es tut so weh. Ja. Eine Alternative wäre, wenn irgendwie er sich den Verkauf machen will, dass er irgendwie vorgaukelt, dass sie vielleicht eine Krankheit hat und deswegen muss die ja raus, und er kann die aber nicht hier drin töten wegen der Erkrankung. Was weiß ich, ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, sie quasi auch legal loszuwerden, also legal in... Also, ja, ich verstehe schon. So. Mhm. Celine, alles in Ordnung? Hier war mein Zimmer. Verdammte Schweine, lass uns jeden hier töten. Hier darf nie wieder so etwas passieren. So, auch Elaine könnte ja mal Celine irgendwie in die Arme nehmen oder so. Nein. Und sagen, hier Frauenpower, was weiß ich, irgendwas, ne? Wir stehen nur voreinander. Hintereinander und dann. Also wir hatten gucken wir uns nicht mal an. Eine gute Möglichkeit, ja, dass irgendwie die Charaktere irgendwie zusammenfinden. Zum Glück ist hier ordentlich Holz drin in diesem Kamin. Hier sind sehr viele Kamine drin und ich habe nur keinen Weg gesehen, wo das Zeug hingeht. Naja. Gehen wir noch nach unten, Steve. Da waren wir noch nicht. Das ist der Hammer, ne? Was zum Teufel ist das? Und was das ist, Leute, erfahren wir im nächsten Part von Vampire Stone 3. Ich war DC Steve und euer Cloud mit den 4-8. Wir würden uns über einen netten Kommentar und Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö. Tschö, tschö.